Morgen. Heute bin ich im Auto erstmal unterwegs. Und zwar fahre ich gerade nach Rastatt. Wir haben jetzt genau 6 Uhr. In Rastatt fahre ich dann mit dem Zug weiter nach Freudenstadt. Und von Freudenstadt aus suche ich dann die Murkquelle auf. Und von da beziehungsweise die Rechtsmurkquelle, weil die Rechts- und die Rotmurk fließen ja erst später zusammen dann zur Murk. Von der Quelle aus geht es dann weiter Richtung Obertal. Da fließt die Rechts- und die Rotmurk zusammen. Und dann über Bayersbronn Richtung Rastatt, weil in Rastatt fließt die Murk dann in den Rhein. Jetzt haben wir aber erst noch ein bisschen Autobahn vor uns, bis es losgeht. Wir sehen uns dann. Jetzt bin ich in Rastatt. Vom Parkplatz aus bin ich hier ungefähr 5 Kilometer an den Bahnhof gefahren. Und jetzt geht's hier mit dem Zug weiter. Jetzt bin ich in Freudenstadt angekommen, hier am Stadtbahnhof. War ich jetzt ein bisschen länger mit dem Zug unterwegs, über eine Stunde. Wir haben jetzt ca. 9.30 Uhr. Und jetzt fahre ich mal Richtung Freudenstadt raus, Richtung Alexanderschanze. Und da suchen wir dann die Murkquelle auf. Na dann, auf geht's. Aus Freudenstadt raus. Wir müssen hier weiter. Schwarzwaldhochstraße, genau. Jetzt hatte ich erstmal eine kleine Abfahrt. Es war doch noch ein bisschen frisch. Aber jetzt geht es erstmal bergauf. Bis zur Murkquelle. Ich glaube, da wird es uns jetzt noch richtig schön warm werden. Ja, da vorne sieht man es vielleicht noch. Es sind zwei schöne Oldtimer an mir vorbeigefahren. Und auch wieder hier auf der Schwarzwaldstraße. Viele Motorräder unterwegs. Aber ich fahre ja nicht so arg lang auf der Straße. Irgendwann geht es dann rechts rein. Jetzt kann ich vielleicht noch mal kurz was zu der Zugfahrt sagen. Und zwar bin ich jetzt von Rastatt bis nach Freudenstadt hierher gefahren, bis nach Bayersbronn. Da fährt man immer schön der Murk entlang und das ist eigentlich schon genau der Weg, wo ich ab Bayersbronn dann auch mit dem Fahrrad zurückfahre. Jetzt haben wir eine Höhe von 800 Meter.
eben bin ich gerade an einem Schild vorbeigekommen. Wir haben jetzt eine Höhe von 955 Meter. Neben der Schwarzwaldhochstraße hier die B500 entlang. So, ich habe jetzt die Hauptstraße verlassen, bin hier an den Waldweg hier reingefahren. Von hier aus ist es jetzt auf dem Weg zur rechten Burgquelle. So, jetzt ist es geschafft. Hier entspringt also die Murg, besser gesagt die Rechtsburg. Und wir machen jetzt weiter bis zum nächsten Punkt. Das müsste dann eigentlich Obertal sein. Weiter geht's. Fließt sie schon schön entlang die Rechtsmurg. Neben der Rechtsmurg hier ist ein schöner asphaltierter Weg. Das sollen mal alte Landstraßen gewesen sein oder was. Da fahren jetzt aber keine Autos mehr. Die dienen jetzt als gute Radwege. Für mich ist es perfekt. Bin ich ein Stück durch den Wald bis hierher gefahren. Jetzt geht es aus dem Wald raus. Es dürfte eigentlich nicht mehr weit sein bis nach Obertal. Hier ist die Rechtsmur doch auch schon ein Stückchen groß geworden. Ja, das war jetzt gerade Mühlbach, wo ich durchgefahren bin. Oder ist noch Mühlbach, besser gesagt.
so wie ein Oberntal. Obertal ist der Zusammenfluss von Rechts und Rotenburg. Da drüben, das was man hauptsächlich sieht, ist gerade die Rotenburg. Und hinter den Bäumen da, hinter den Büschen, ist die Rechtsmurg. Vorne seht ihr nochmal rechts die Rotenburg und links die Rechtsmurg, ja, also links ist die Rechtsmurg, okay, und die vereinen sich da zur Murg. Dann ist dann gleich noch so wie ein Kurpark, da wo ich Rast gemacht habe. Da habe ich mich kurz gestärkt mit Wienerle und Brötchen und jetzt fängt eigentlich der Murgtalweg an hier. Jetzt kann es beginnen, meine Radtour, immer der Murg entlang bis nach Raststadt. Und bei Bliedersdorf fließt die Murg dann in den Rhein. Jetzt geht's los mit der Tour de Murg. So, die Fahrradtour läuft wieder. Nächster Ort ist dann Mitteltal. Bayersbronn noch 2 Kilometer. Mal so schnell durch, das hast du kaum gemerkt.
oben fährt die Murgtalbahn. Hier bin ich gekommen. Murgtalradweg ist natürlich hier schön zu fahren, weil es jetzt natürlich überwiegend nur bergab geht bis Raststadt. Das ist natürlich ein schöner Vorteil. So, hier haben wir wieder schön rechts die Murg. Da vorne wird Holz bewässert, ja. Machen Holz nach hier.